Ja, danke, dass du. Auf dem Samstag 8 Uhr rufst du mich an. Was hast du denn zu machen? Hier meine Hütte, die guckt dem Mann, die gammelt mir unter den Hintern weg. Ja, die müsste auf jeden Fall gestrichen werden. Ja, sieht so aus, ne? Ich habe auch alles hier. Ja, mega. Ja. Klasse. Flächenstreicher. Super, ja, klasse. Du hast richtig gut vorgesorgt. Ja, ne? Kannst du hier, guck mal, einmal, zack, hast du schon fast die halbe Hütte fertig. So, zack. Ja, das wunderbar, ist für die Feinheiten. Ja. Du hast ja eigentlich alles. Ich habe alles, ja. Ich habe auch hier Holzfarbe, Außenbereich. Holz und Außenbereich steht da drauf. Cool. Könnte ein bisschen schwer werden. Da müssen wir mal gucken, dass wir. Dafür habe ich aber vorgesorgt. Ich habe extra Verdünnung gesorgt. Also, weißt du, dann kannst du die wieder ein bisschen. Spitze, ja. Dann fließt die auch wieder wie der Niagara-Fall. Abschleifen vorher. Ach, rein. Aber nur ein Problem. Was denn? Wer macht das? Ja, wir. Hallo? Ich bin Dachdecker. Du bist Heizungsbauer. Ja. Wir haben noch gar keine Ahnung davon. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist gut daran, teuer, ne? Ja, du hast doch. Kennst du die Leute von MyHammer? Ja, wir sind immer gute Handwerker, ne? Auf dem so Portal. Ist es, ja. Da bestellen wir uns jetzt ein. Meinst du? Ja. Ich guck mal eben. Gib da mal einen Auftrag ein und dann. Ja. Hütte? Nein, M wie Maler. Malerauftrag? Ja. Was soll gestrichen werden? Gartenhütte. Genau. Zack, Auftrag eingestellt. Wunderbar. Super. Mal gucken, ob sich einer meldet. Hallo. Hi Emma, da bin ich. Ja, die Referenzen sehen ja gut aus. Also es geht um, wie beschrieben, um Hütte streichen. Machen wir. Ja, schön, dass du hier bist. Dann kannst du uns ja gleich ein bisschen helfen. Ne? Wir wollen die Hütte streichen. Vielleicht unterstützen uns. Wir haben schon alles zusammengesucht, was wir brauchen und könnten direkt loslegen. Nein. Oh, gleich in meiner Größe. Ja. Ja, Goldband sehe ich schon mal. Ich komme gleich wieder. Ich habe die halbe Einkaufsliste schon zusammen. Ja. Ich habe Goldband gefunden. Hier. Oh, Stefan. Was denn? Können wir nicht gebrauchen. Das ist auch Gold. Ja, das ist Gold, aber nicht für deine Hütte. Komm, guck mal. Und wir sollen doch abschleifen. Jetzt ne? Warte mal, hier. Das ist gelb. Das ist gelb, aber das ist Goldband. Warum heißt das Goldband, wenn es gelb ist? Warum heißt es nicht Gelbband? Für dich ist es Gelbband. Okay. Wusstet ihr eigentlich, dass heute die Bundesliga anfängt? Fußball ist unser Leben. Kann ich die mitnehmen? Wenn du die haben möchtest. Okay. Kommt die, komm. Danke. Fashion Spray. Wenn ich da jetzt meine Hütte mitmache, dann könnte ich die sogar in Berlin auf dem Alexanderplatz aufbauen und die wäre immer noch trennen. Ich glaube nicht. Diana? Ja, bitte. Brauchen wir den? Da ist so eine Warnweste drin. Nein, wir brauchen wirklich nichts mehr. Okay, Diana, da setze ich mich jetzt auch durch, weil Sicherheit auf der Baustelle geht immer vor. Tobias zeigt Leonie und Papa die Pläne am Computer. Erklärt Papa, wie viel der Umbau kostet und sagt, die feuchten Wände im Hauswirtschaftsraum muss auch noch weg, sonst bildet sich Schimmel. Der ist nicht gesund. Hammer, ne, was du da alles cool, lernst. Ey, ja. Wahnsinn, ne? Ja, das können, warum hast du das Buch nicht eher besorgt? Weißt du, wenn die Maler. Können wir richtig viel raus lernen, oder? Ja. Die Teppiche zum Teppich verlegen. Boah, cool. Freiheit! Ja, nur, ihr müsst wirklich alles treffen. Ach so. Ihr könnt doch nicht. Ich dachte, da kommen wir viermal für die Scheißecken. Jetzt können wir die Farbe draufhauen, ne? Ja, heute noch. Kommt doch Farbe dran, oder? Diana! Diana! Ja!
Müssen wir das heute noch streichen, denn, ne? Doch. Warum? Heute muss die Lasur drauf. Weil? Weil geschliffen wurde. Jetzt ist das Holz natürlich noch empfindlicher als vorher. Okay. Und jetzt muss natürlich die Lasur drauf zum Schutz. Ja, dann. Na? Dann. Dann fangen wir mal an. Fangen wir an, genau. Wir haben genug dabei für alle. Das machst du echt gerne, ne? Maler? Ja. Warum hast du den Beruf gelernt? Warum? Einfach, ja, weil ich gemerkt habe, dass es mir liegt und dass es mir Spaß macht. Und der ist einfach sehr kreativ, ne? Also man kann super viel mit Tapete machen, man kann super viel mit Techniken machen und ja, die unterschiedlichsten Dinge kann man einfach, auch die Fassaden. Wenn ich an Fassaden denke, wie man Fassaden gestalten kann oder so, oder man hat alte Fassaden, die man wieder auf Vordermann bringen muss, das ist einfach farbtechnisch, dann wird da gespielt mit den Farben, mit dem Absetzen, mit dem Stuck. Ich liebe. Ja, man hört es richtig raus. Ja, ich, also, das ist einfach wunderbar. Ne? Also, Maler aus Leidenschaft. Oh ja. Oh ja. Was ist eigentlich hier mit den Fenstern? Habe ich das gut gemacht? Guck mal. Das war ich. Das war ja. Also, mit fremden Federn schmücken. Ich glaub's ja wohl. Habt ihr beide nicht gut gemacht. Davon mal ganz das war Marc. Das war Marc. Ich denke auch, die feine Arbeit ist fertig, ne? Den Rest kriegst du auch alleine hin, ne? Sicher. Ja. Wir haben dir jetzt gezeigt, wie es geht. Ja. Im Prinzip wäre ich ohne euch beide noch schneller. Dann lassen wir schon mal ins Wochenende. Ja, Fußball gucken, komm. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auf jeden Fall den Kanal von MyHammer und liked das Video. Und wenn ihr auch mal richtig streichen wollt, geht in die Ausbildung, lernt das Handwerk, was euch gefällt, denn das macht richtig Spaß. Oder? Auf jeden Fall. Maler, Lackierer ist ein super kreativer Beruf und man kann sich schön ausleben und er ist einfach wunderbar. Probiert's aus!